Ein Blick ins Grüne und eine ruhige Lage im nordwestspanischen Galizien. Ein ganzes Dorf hat der Brite Neil Christie hier gekauft. 4 sanierungsbedürftige Häuser und 4 Hektar Land für gerade mal 45.000 Euro. Ich weiß nicht, wo man für 45.000 Euro was Vergleichbares finden könnte. In England jedenfalls nicht. In England muss man schon froh sein, wenn man eine Garage dafür kriegt. Fast 3000 verlassene Dörfer gibt es in Spanien, vor allem im Norden. Immobilienmakler hoffen auf gute Geschäfte mit den leerstehenden Häusern. Wenn sie nicht instand gehalten werden, verfallen sie schnell. Wenn die Eigentümer merken, wie viel sie da reinstecken müssen und was sie alles machen müssen, entscheiden sie sich oft zu verkaufen. Die meisten Käufer kommen aus dem Ausland. Die Politiker vor Ort freuen sich, wenn neues Leben einzieht in die Ruinen. Unsere Dörfer müssen in Schuss bleiben und gepflegt. Wenn wir sie leer stehen lassen, dann gibt es am Ende Probleme, Brände oder totaler Verfall. Manche Geisterdörfer sind sogar kostenlos zu haben, wie diese 400 Jahre alte Ruinensiedlung, die seit einem halben Jahrhundert verfällt. Die Gemeinde Cortegada macht nur eins zur Auflage, dass der neue Eigentümer kräftig investiert und Arbeitsplätze schafft. Für viele von Landflucht betroffene Kommunen ist das im krisengeplagten Spanien eine große Hoffnung, damit die Geisterdörfer nicht endgültig dem Tode entgegendämmern.